Ein herzliches Willkommen gab es nun bereits zum dritten Mal für die frisch zugezogenen Bürger Schwecherts im Rathaus der Stadt. Die Bürgermeisterin Karin Bayer und Vizebürgermeisterin Brigitte Krenn standen für Fragen und Antworten bereit. Aus unserer Sicht ist es der Versuch, Menschen, die hierher neu zugezogen sind, ein gewisses Gefühl von Willkommen sein, angekommen sein zu vermitteln und diese Startschwierigkeiten oder Startfragen ein bisschen zu entschärfen. Wir machen das ganz bewusst hier im Festsaal, weil wir der Meinung sind, die Leute sollen unser Rathaus und auch unseren Festsaal auch als das ihre wahrnehmen. Und das gelingt ihnen wahrscheinlich besser, wenn sie merken, dass man da einfach auch ein- und ausgehen kann bei diversen angebotenen Veranstaltungen. Also ich bin immer jetzt schon zum dritten Mal sehr positiv überrascht, weil wir jedes Mal gut besucht sind. Daraus kann man ableiten, dass der Zuzug ganz schön kräftig ist. Ich glaube, wir haben immer so zwischen 30 und 40 angemeldeten Personen und es kommen ganz offensichtlich auch einige mehr. Ich wüsste jetzt nicht genau, wie viele angeschrieben worden sind. Wir versuchen immer nach dem Melderegister herauszufinden, wer hat sich neu angemeldet, wer hat vorher nicht in Schwechat gewohnt und ist nicht nur intern übersiedelt, sondern wirklich neu zugezogen. Aber wie man es jetzt auch sieht, es ist einiges los dafür, dass wir alle 6 Monate diese Veranstaltung machen. Spricht das, glaube ich, auch für die Lebensqualität in Schwechat. Ich finde es immer interessant, welche Leute kommen, neue Menschen kennenzulernen, auch das die eine oder andere Information weiterzugeben oder auch die ersten Wünsche, Anregungen von den neu zugezogenen mitzunehmen. Also kommt durchaus auch vor. Gibt es da so häufig gestellte Fragen? Vieles ist zum Beispiel beim öffentlichen Verkehr, muss ich wirklich sagen, da gibt es Angebote der Stadt, die hier langjährig Ansässigen nicht wissen, wie das Nachtschwärmertaxi zum Beispiel, ja. Dass wir eigentlich eine Verbindung an Samstagen und vor Feiertagen haben von der U3-Station stündlich mit dem Taxi bis vor die Haustür, um nicht allzu viel Geld nach Schwechat hinaus, das sehr attraktiv ist, das habe ich heute allgemein vergessen zu erwähnen, aber das sind solche Punkte, die gibt es. Und trotzdem wissen es viele Schwächerterinnen und Schwächerter nicht. Aber es ist eine Chance da, Leuten, die neu nach Schwächer zuziehen, das gleich von Anfang an zu sagen, ihr könnt es auch öffentlich fahren, ihr könnt es auch mit dem Anrufsammeltaxi fahren und so weiter und so fort. Seit wann wohnen Sie in Schwächer? Wir sind diesen Sommer hierher gezogen und haben vorher im 11. Bezirk gewohnt. In einem Haus und ja, wir finden es hier sehr praktisch und schön. Und ich finde ganz cool, dass es hier so viele Parks gibt und der Park hier gefällt mir besonders gut. Das gefällt Ihnen besonders? Die Vielfalt, dass ich hier wirklich alles habe, dass ich gute Verkehrsanbindung habe, dass ich hier alles vorfinde von Infrastruktur, Geschäften, Schulen, selbst ein kleines Buchgeschäft am Hauptplatz. Also ich bin sehr, sehr zufrieden. Wie gefällt Ihnen Schwechat? Schwächert es sehr schön und die Leute sind sehr nett, bei mir und bei allen arabischen Leuten. Sind Sie froh, hier zu sein? Ja, die sind sehr glücklich. Ja. Schwächert ist sehr schön. Wenn ich Bescheid habe, ich bleibe in Schwächert.